Also, da bin ich. Ich schleppe aber Klamotten, ich weiß nicht, ich habe Hose, bin zu Hause. Weißes T-Shirt und Unterhemd habe ich auch an. Bin ich im Schrank gefunden bei der Thermounterwäsche, die ich habe. Also bei dem Wetter lohnt sich das ja. Ich habe mir letztens so ein Bucket gekauft bei Aldi. Und ein bisschen Schweine gehackt ist. Und ich mache mir jetzt ein Baguette. Also ein gehacktes Baguette. Da werde ich einfach in der Mitte aufschneiden hier. Also ich Bock drauf, ein bisschen Brot, ein bisschen gehacktes, ein bisschen Fleisch, das ist immer gut. Also ich nehme die Aufnahme in 4K auf. Genau, also 4K und 8 Minuten kann das Video ungefähr bleiben. Also nach 8 Minuten wird das Video abgebrochen. Also nicht abgebrochen, sondern gespeichert. Aber nur bei der 4K-Aufnahme, so mit 30 Hertz. Und ja, ich habe jetzt hier noch mal das Baguette. Ein bisschen Schweinegehacktes, also halb und halb ist das, glaube ich. Nee, ist nur Schweinehackfleisch. Ist kein halb und halb oder irgendwas. Da würde ich jetzt einfach so eine Schicht hier drauf machen. Und hier ein bisschen. Andrücken. Das Restgehackte, das friere ich mir gleich in den Gefrierbeutel ein und kommt ins Gefrierfach. So. Dann kommt da natürlich ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Also ich habe hier auch, was ich gerade gefunden habe in der Schublade. Ist so ein kleiner Mini-Salzstreuer. Jetzt kann man das sehen. Ja. Das ist einfach für Salz. Was kann ich, was hier drauf steht? Bad Reichenhaller Salz ist das. Habe ich mal irgendwo gefunden, geschenkt bekommen. Perfekt, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Noch mal ein bisschen Salz rein. Hat halt immer ein bisschen Salz dabei. Also, ein bisschen Brötchen, ein bisschen Gehacktes, ein bisschen Salz. Bisschen Pfeffer vielleicht. Und ein bisschen davon. Knoblauch ist immer gut. Bisschen für den Magen. Also angeblich soll der Knoblauch die Verdauung anregen. Also ein bisschen achte ich schon drauf. 98 Kilo habe ich. 98. Ein bisschen ausstrecken. Und dann auf 90 Kilo runter. Und ja, also habe ich hier dann noch Weichkäse, gutes alte Gefro-Messer. Und hier ein bisschen Käse drauf. Das mache ich also mal Gouda, so, ne, Edamer-Käse ist das. Den kaufe ich meistens bei Aldi, Lidl, Netto. Letztens war ich bei Lidl einkaufen, auch ganz schicker Laden, ehrlich gesagt. Da bringe ich jetzt vielleicht mal öfters hin. Hier ein bisschen Käse. Doppelt hält besser. Noch eine Scheibe Weichkäse. So. Und das bisschen andrücken hier. Das war's. Ist soweit in Ordnung. Das Display geht meistens aus hier. So sieht das aus. Ist perfekt. Das ist nur Schweinegehackt. Das habe ich eigentlich normalerweise kaufe ich mal halb und halb. Aber ist auch in Ordnung. Weichkäse. Mache zwischenzeitlich immer ein paar Bilder hiervon bei Videoaufnahme. Und jetzt habe ich hier. Das ist die coole Heißluftfritteuse. Stecke ich aber den Stecker in die Steckdose.
Oh, piept. Und ja, habe ich letztens sauber gemacht, muss man öfter sauber machen. Leg hier rein und leg das da rein. Also ja, so eine Fritteuse habe ich mal geschenkt bekommen, aber die kostet auch nur 40 oder 50 Euro oder so. Relativ günstig. Ich schieb die jetzt hier rein, dann brauche ich den Backofen nicht benutzen. Mach einfach hier auf, machen wir mal auf, erstmal auf 13 Minuten. Und nach 13 Minuten, gucke ich mal, wie das aussieht. Bisschen so antitschen, sage ich mal, was durch ist, das Gehackte. Dann klappe ich das zusammen, bisschen Mayo, Ketchup, bisschen Soße, was man zu Hause hat. Oder auch vielleicht ohne Mayo. Und ja, das war's erstmal. Und ich melde mich gleich nochmal wieder, wenn das fertig ist. Dann sehen wir uns. Ich wünsche euch was. Schönen Tag.